Ja, servus Leute, Born Profi 2012 hier. Heute hier eine Vorstellung meiner Online-Bestellungen. So, jetzt haben wir's. Ja, fangen wir an. Erste Bestellung dieses Jahr, Feuerwerksvitrine. Da habe ich Leslie Thunder Kong Max 2 Schachteln als Ersatzartikel bekommen für die Kellerfeuerwerksbombe, 5er Pack. Naja, was soll's, ist halt so. Dreimal haben wir hier noch Komet Vulcano, Vulkan, Komet, Color Fountain, ältere Fontänen, Komet China Feuertopf, drei Stück auch älter, Pyrocracker NN oder SQ von Komet, Komet China Knallerei mit Bopi Babylon, Komet Knaller Blister 7er, also ein Blister sind die Komet Knaller, Super Böller 2 von Leslie, zwei Pakete als Ersatz für Nico Horror Schocker, die Kanonschläge, was eigentlich nur Super Böller 2 sind. Naja, Comic Blizzard Knaller 7er in der Schachtel, gelben Schachtel, Packet Quicker, die älteren bieten sie ja auch ganz günstig an. Dann haben wir den bunten Beutel Third Class zweimal, dieses Jahr ja von der Vitrine ja die Aktion wegen 10-jähriges Jubiläum. Auf jeden Fall sehr geiler Beutel, lohnt sich. Bunter Beutel College AD mit D-Böllern. Ganz schön teuer für 9,99 €, aber dennoch ganz gut, weil da noch auch schon Raritätenböller enthalten sind. Dann 5 einzelne Schocker, so. Weko Vesuv, 3er Schachtel, FKW Keller, nee, FKW so, Silberblitzfontäne, Pyro Art Knallnachos als Gratisartikel, Keller Vesuv, 4-mal. Ja, hier hätten wir die kleine Feuerwerksbombe, aber wie gesagt, der Ersatz, Sonderkong Max. Crackling und Knall von Keller, sehr geiles Set, wie ich finde. Dreimal. Ja, hier waren die Horrorschocker drin. Aber, ja, wurden gestrichen. Naja, Nico World of Thunder, Breakout, Böller-Sortiment mit Ninja-Cover noch. Nico Kanonschlag, sehr günstig, 2,50 € die 10er-Schachtel. Aber keine deutsche Produktion mehr, natürlich klar. Panda Knallhart. Böller-Sortiment auch ganz gut. Panda Magic Spinball XXL, Pyro Art, die Reibkopfknaller davon sind auch ganz okay. Pyro Art Kubis, die sollen sehr, sehr gut sein. Pyro Art Sumsum, Komet Lichterparade, ältere Set, Leuchtset. Komet 1000 Silbertaler dreimal, 10-mal die Koboldfontäne. Action Pack von Nico ist ein Familiensortiment. Nico Big City, World of Thunder mit den Blast-Raketen und Burst. Weko China Böller A, 90er Jahre. Schon etwas älter, aber noch mit Visco. Weko ältere Lady Cracker, 200er Schachtel. Weko Kanonschlag Mittel, die sind noch älter. Pyrokracher, kennt man bestimmt auch. Weko Powerpack, so ein Böller-Sortiment, gab es ganz günstig. Weko Knallkettenpool. Weko 3er Kubis in der Pappschachtel, noch älter. Und hier unten. Da, jetzt haben wir's. Panda Spotniks. Zwei Vulkane mit einem sehr hohen Auspuff. Ja, das war die Feuerwerksvitrine. Und weiter geht's zum nächsten Shop. Ja, dann gab's hier die Bestellung von der Pyrostation. Das hier ist jetzt eine Nachbestellung. Aber fangen wir an. Ihr habt jetzt zwar eine schlechte Qualität, weil es ja nur vom PC abgefilmt ist, aber ich denke mal immerhin ganz gut, damit ihr mal wisst, was ich hier bestellt habe. Einmal Panda Crash, Batterie, Weko Flashing Thunder, Thunder Kong Max, die gehören mir nicht, da hat ein Kollege mit bestellt. Leslie C-Böller, drei Packungen, auch, gehören auch dem Kollegen. Leslie Black Thunder Kong, auch meine, Jorge Mars, auch meine, Blackbox Bisco, auch meine. Leslie Böse Nachbarin, auch meine. Leslie Mini Simulator, davon gehört ein Pack mir. Hypnotica gehört mir auch eine. Das sind die vom Kollegen, die Diablo, ich glaube JR4 sind das. Die Flashbangs gehören auch mir. Keller Blazing Strike, ältere Set, hat er sich bestellt. Habe ich aber in der vorherigen Bestellung, also Hauptbestellung, auch schon bestellt. Skywalkers hat er auch bestellt. Vulkan Wake Me Up Call von mir. Blackbox Doc 12 auch von mir. Panda Booster D, neun Packungen gehören da von mir. Blackbox Boosterblume, das ist auch meine, das sind wieder seine Raketen. Leslie Thunder Kong Bullpack, da gehören auch dem Kollegen. Ja, das war die Nachbestellung, weiter geht's mit der Hauptbestellung. Ja, jetzt die Hauptbestellung. Leslie Dragon Cracker, ja, 360 ganz normale Packet Cracker am Strang.
einfach mal zum Testen bestellt. Veko Flashing Thunder auch mal, hatten wir schon vorher, habe ich nochmal nachbestellt. Comet Future Rockets auch meine. Panda Big Booster 5 Packungen meine. Ja, das ist eigentlich alles meins von dieser Bestellung. Naja, Leslie Thunderkong Max 10 Packungen. Leslie Zebeler einschenken. Leslie Hawkeye gefächerte Salutbatterie. Leslie Celebration Cracker XL. Das ist ja diese große Böllerkette, die Leslie dieses Jahr rausgebracht hat, aber die kleine davon. Ein Familiensortiment von Leslie, Jorge Cassiopeia, Leslie Assorted Fountains, so. Nico Wing Rockets, Nico Kanonschlacht, 10er Schachtel, Veko Super UFO, ja, kann man vergleichen mit den, wie heißen sie? Ich glaube, Comet Space Jumper, bin ich mir aber gerade nicht sicher. Leslie Thunder Cube, das sind die neuen Kubis von Leslie dieses Jahr. Gucken, wie die sind, kommt ein Kanonschlagvergleich. Jorge Collervulkan, Nico Bombenrohr, das römische Licht mit Bouquet oben, Leslie Mini Simulator, auch zweimal, das sind ja immer diese Dreierpacks, so, sieht man es auch ein bisschen besser. Leslie Headbanger, eine Packung, Leslie Zepter, auch dieses Röli mit Bouquet, Blackbox Vogelschreck, Jorge Orion, Panda Frozen, Jorge Lampa Aladina, Leslie Night Navigator, die Flieger, Panda Goldvulkan, Feuertopf Gold, sehr schönes Ding. Panda Knallteppich 550, auch meiner. Jorge Goldvulkan, Panda Golden Palms, Jorge Diablo, JF4 müssen es sein, dreimal Flashbangs, Leslie Glitter und Glamour. Ja, hier das Blazing Strike, auch bei mir vertreten. Weiter geht's. Jorge Skywalkers 7-mal, Jorge Lion, römische Lichter Pyro Azfava. Jorge JR2, ja, das war die Hauptbestellung bei Pyrostation. Weiter geht's mit Pyroland. So, weiter geht's. Hier wurden hauptsächlich Böller bestellt. Keller Böller Parade, ältere Set durchgeknallt von Nico mit den India Böllern. Großer Böller Mix, auch von Keller. Knallspektakel, auch von Keller. Glaube noch, drüber noch. Ne, hatten wir schon. Zweimal Mega Bang, irgendwie den Blazing Strike. Leslie China Böller D einschicken, Nico Rocket Strike, Shooting Star älteres von mir, ein Sortiment von Keller, Keller Family Mix, magische Lichter, ein alter Leuchtbeutel von Keller, Spaceship One auch zweimal, Keller Choco Choco, 6er Packung, Glister Star auch eine 6er Packung, Phantomflieger von Keller und Silberhütte Original Harzer Knaller. Hier bei der Nachbestellung Leslie Moskitos. Defender, davon gehören mir 5 Packungen. Die Goldbatterie 10 Schuss und die Red von Pyroland Keller Packet Cracker Umkarton. Also Schinken, da gehört mir einer von. Golden Palms gehört auch mir. King Cobra, ein einzelner. Gehört auch mir, finde ich ganz schön teuer. Panda Riesen Knallfrosch habe ich auch einfach mal so bestellt. Knallpower gehören dem Kollegen wieder. Die Harzer Knaller gehören ihm auch. Und das Spaceship One auch. Ja, das war's mit den Bestellungen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich denke, ihr wisst jetzt auch so, was ich bestellt habe. Ja, bis dahin. Schaltet beim Pyro Adventskalender ein. Pyrofeed 2012.